So, und da geht's heute mal ein bisschen später nochmal weiter mit der nächsten Runde auf Mistralia. Stimme ist jetzt schon im Arsch, das ist super. Ich habe gerade gesehen, dass es hier einen 200X gibt für Knight, was wir brauchen, und 50 Mille. Ich dachte mir, ich hätte schon einen gekauft, aber scheinbar nicht, glaube ich, denke ich. Ich habe keine Ahnung, also ich finde hier keine. Ich sehe hier keine. Also scheinbar nicht. Naja, brauchen wir, kaufen wir. So. Okay, gibt es noch irgendwas im Shop? Bloody Parts. Ah, shit. Ja, bräuchten wir auch, aber einen Pierin. Ich weiß gar nicht, in was ich investieren soll. In ein Knight Equipment oder in ein Billposter Equipment? Keine Ahnung, weiß ich echt nicht. Okay. Lol. Okay. Genau, das nächste, was wir machen, ist erstmal gleich Power-Ups kaufen und Premium. Wo ist Premium? Premium, so. Und Pick-up-Pad gibt es dann scheinbar auch, okay. Gut, gut. Okay. So, Trade, Premium. Wir kaufen von Anfang an irgendwie so 5. Davon nochmal 5. Davon nochmal 5. Was brauchst du noch? Fiete haben wir noch. Die sind sogar sehr billig. Kaufen wir auch welche. Okay, der Rest, glaube ich, Rest passt. Dann geben wir noch ein paar Dinge aus, ein paar Achievement-Punkte. Davon haben wir zumindest ein paar übrig. Und dann kaufen wir uns hier. Ja, sind teuer, aber. Okay, 5 können wir uns leisten. Ah ja, genau, und es gibt noch diese YouTube-Box, diese YouTube-Reward-Box. Ich hoffe, jeder hat den Link angegeben. Das Ganze war nämlich nicht permanent, sondern nur temporär. Schauen wir einfach mal, was da drin ist. So, ein Shop-Design gibt es da für 7 Tage. Random Vendor-Box, okay. Bronze Casino-Key. Ich weiß nicht, wo der ist. Casino, warte mal, Casino-Manager, den kenne ich. Der steht da hinten irgendwo. Und Mistralia Trail für ein paar Stunden. Okay, cool. Cool, cool, cool. Gefällt mir. Ist das Ding permanent? Das Ding ist permanent. Wir haben einen Mount. Wir haben endlich einen Mount. Okay, so, hier haben wir den Casino Manager. Oh, Gambling. Da bin ich mal sowas von dabei. Preis. Achso. Okay, was gibt's hier? Elemental K. Oh, okay. Ah, hier sind auch die Chancen angegeben, finde ich auch mal sehr geil. Okay, ich würde sagen, das ist Müll. Weiß ich nicht. Cute Panda Box klingt irgendwie auch noch Müll. Okay, also, ich sehe jetzt nicht so viel krassen Content hier, ehrlich gesagt. Weil man zusagen muss, hier aus der Browserbox kann einiges Cooles rauskommen und bei dieser Random Craft Bar Box, wobei ist wahrscheinlich ist nur Craft Material drin. Ja, ich denke mal, es ist nicht so krass, was hier rauskommt. Aber warten wir einfach mal ab. Ich habe gerade irgendwas Goldenes gesehen. Okay. Ah, wait, was ist das für ein Ding? Lol. Okay. Warte mal, wir hatten doch bisher noch gar keine Elementkarten, oder? Sind das die ersten Elementkarten, die wir jetzt kriegen? Kann man die nur ergambeln? Ah, okay. Gut. Einmal, zweimal. Hier, okay. Gut, gut, gut. Genau, ich würde sagen, beziehungsweise, ich würde nicht nur sagen, wir haben noch leider ein bisschen was zu erledigen hier. Was haben wir hier? Scheint klar fahren können, das ist machbar. Die Quest ist auch ein bisschen familiär irgendwie. Ah, okay. Nicht jede Quest ist toll. Okay. Na gut, sagen wir aufs Mount plus. Ah. Ist das genauso schnell wie ein Board? Ah, ich glaube schon. Okay, also, was ist unsere Mission? Unsere Mission ist folgende. Wir müssen
selbstverständlich nicht nur leveln, obwohl wir hier gleich ein Level Up machen werden. Wir müssen vor allen Dingen hier, wir müssen gicken. Wir brauchen ein 105er Set, dass wir halt überhaupt irgendwie was farmen können. Und ich meine natürlich, wir könnten jetzt auch sagen, okay, scheiß drauf, wir leveln den Knight hoch. Ich meine, allein diese Axt bringt 58 STA, 600 HP und 26% HP. Wo laufe ich gerade eigentlich hin? Ich muss... Ja gut, klar, fahren können wir anfangen, ja. Schaden kann man auch sagen, ist erstmal egal. So Shroom Dungeon wird es da schon richten. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich jetzt so die beste Idee ist. Und wir brauchen auch immer noch ein Set für Knight. Das heißt, es, glaube ich, ist schon sinnvoll. Wo bin ich jetzt? Lol. Nee, stopp. Nein, ja. Es ist schon sinnvoll, wenn wir hier noch ein paar Gigs farmen, dann, ja. Wir brauchen irgendein Set. Also wir brauchen für beide ein Set, aber halt, was bringt halt einen Knight halt ohne Tankset? Oder halt einen Buildposter ohne Roadie-Set oder Buildporn-Set. Also wir brauchen halt da schon noch so ein bisschen was. Und das Problem ist halt, ich befürchte, wenn wir jetzt halt aufhören zu gicken, dann wird die Droprate wieder absinken und wir droppen halt noch weniger als jetzt schon. Ich meine, unsere Drops sind ja jetzt schon wirklich miserabel, wirklich sehr miserabel. Ja. Das ist gerade so mein Gedanke. Darüber denke ich halt gerade so nach. Die Frage ist, ist hier überhaupt irgendein Gig? Ah, sieht nicht gut aus. Shit. Ja, die andere Problematik, die ich halt momentan habe, ist, ich komme kaum zum Aufnehmen und ich komme noch viel weniger dazu, irgendwie offscreen zu spielen. Wenn ich natürlich jetzt weiter level im Let's Play und dann halt versuche, irgendwie offscreen Gigs zu farmen, dann wird das halt, wie gerade erwähnt, nicht viel zu nichts führen. Das heißt, wir müssen halt diese Folge nochmal jetzt hier Gigs farmen. Heißt aber im Umkehrschluss, ich kann wahrscheinlich jetzt gar keine weitere Folge aufnehmen, außer wir gicken halt nochmal. Wobei Gicken vielleicht gerade auch gar nichts bringt, wenn hier eh gerade gegickt wird. Ah, das ist echt blöd irgendwie. Also nicht blöd wegen aus Gameplay-Sicht oder so, sondern halt gerade blöd aus persönlicher Sicht. Weil... Ja, nee, hier ist nichts. Nicht gut. Wir haben jetzt viel zu Requests offen. Was bringen die hier überhaupt? Mhm. G-Protect, okay, das ist nett. S-Protect gibt's nochmal. Okay. Ja, nee, es ist einfach gerade aus der Problematik oder aus der Hinsicht schlecht, weil wenn ich jetzt halt sage, okay, ich nehme jetzt eine Folge auf, dann habe ich für heute eine Folge, dann habe ich aber morgen keine. Das heißt, ich müsste morgen dann irgendwie das dazwischen schieben, halt offscreen Gigs zu farmen. Was aber halt auch immer ein bisschen schwierig ist bei mir. Und wenn ich es halt nicht schaffe, dann stehe ich halt morgen da und müsste dann nochmal Gigs farmen hier im Let's Play. Oder halt einfach trotzdem weiter leveln. Also es ist halt alles echt ein bisschen... Ist echt ganz, ganz blöd irgendwie momentan. Aber ich habe mein Tag ist zu kurz, die Nacht ist zu lang. Funktioniert nicht so, wie ich will. So, Vita. Und das Ding aktivieren wir noch. Und das Ding aktivieren wir auch noch. 8,8k Attack. Ich denke, damit sollte man eigentlich relativ schnell das Ding wegkriegen. Ich meine, natürlich, wir könnten... Na, weiterleveln bringt auch nichts, weil das halt irgendwie... Ich meine, gut, die Amplis, die kosten nichts. Wir könnten halt einfach leveln, so, ja. Oder wir leveln den Knight. Wir könnten auch den Knight leveln. Das wäre halt schon eine Idee. Ja gut, okay, das heißt, dann machen wir heute eine Gig-Folge. Wir sind eh schon 9 Minuten drin. Wir machen heute eine Gig-Folge. Morgen leveln wir den Knight, außer ich habe es geschafft, bis dahin genug zu gicken, vielleicht irgendwie ein paar Set-Teile gedroppt. Ich muss sagen, die Drops, die fühlen sich halt echt sehr, sehr mager an. Was ist das für ein Pet hier? Lol, das ist krass. Also, es hat keine Effekte.
Naja, ja, genau. Ich weiß es nicht. Also ich meine, es wird echt, glaube ich, schwierig. Wir könnten mal schauen, Shopfinder. Achso, falscher Channel, shit. Also ich habe gerade vorhin schon die Shops durchgeschaut und das sah sehr mau aus. Also 105er Sets werden kaum verkauft, leider. Tja. Wir droppen. Wow, LGA und Roadie Suit? Man muss sich nur beschweren. Man muss sich nur oft genug beschweren und die Drops kommen. Die kommen wie von selbst. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Okay, also ich meine, wenn wir halt einfach das Glück haben, ein volles Roadie Set zu droppen, warum halt nicht? Also für mich wäre es halt okay eigentlich. Könnte man machen. Die Frage ist halt, haben wir halt so viel Glück, dass wir halt ein ganzes Roadie-Set droppen? Also, wie ich mein Glück kenne und generell, wird es wahrscheinlich schwierig werden. Ich weiß auch nicht, ob ich die LGA verkaufen soll oder nicht, keine Ahnung. Ja, mal schauen. Sind, glaube ich, nicht so viel wert. Und, ja. In der Regel ist es ein bisschen mau. Also, für die LG-Waffen kann man nicht viel verlangen, scheinbar. Wir haben letztes zwei LGAs gesehen, geupt für 50 Mille. Und das ist halt jetzt irgendwie, naja, nicht sonderlich krass. Aber ja, müssen wir schauen. Abwarten und Tee trinken. Ich meine, ich kann einfach mal einstellen, dass man nochmal für 30 Mille oder so, vielleicht verkauft sie jemand, kann ja sein, weiß ich nicht. So. Ja, die Gigs, die brauchen ein bisschen, aber ist okay. Ich meine, wir haben Zeit, wir können chillen. Das passt schon. Alles top. Regnet es bei euch eigentlich aktuell krass oder weniger krass? Also ich meine, ich lebe in Bayern und man weiß es, man hört es vielleicht. Aber wir haben ja, also wir hatten, also ich fange mal so an. Bayern und Baden-Württemberg hat angeblich aktuell, also nicht nur angeblich, sondern die haben halt extreme Regenfälle und Überflutungen und so weiter und Hochwasser. Aber lustigerweise, in Anführungsstrichen, bei uns ist gar nichts. Und ich meine, ich sehe halt in Nachrichten die Bilder halt so, es ist gar nicht mal so weit weg, 40, 50 Kilometer, vielleicht 60, 70 Kilometer weg. Ach, gar nichts gedroppt, super, nice. Und da geht halt die Welt unter, da geht halt wirklich, also da geht wirklich alles unter. Die Welt, Autos, Häuser, alles. Und hier ist es halt so, es hat nicht mal den ganzen Tag geregnet. Also wir hatten, boah, ich weiß nicht. Ich überlege gerade. 16 Stunden vielleicht, 10 bis, oder 12 bis 16 Stunden Regen, höchstens. Höchstens. Sonst nichts. Wirklich sonst gar nichts. Und normalerweise haben wir den ganzen Regen hier so. Also wir haben halt wirklich so eine, also wo wir halt so leben, ist ja wirklich so super, super regenreich. Aber wir hatten einfach gar nichts. Also halt, wie gesagt, also was heißt gar nichts? Wir hatten halt einen Tag maximal Regen. Und die meiste Zeit war es auch nicht mal viel. Und wenn ich halt die Nachrichten anschaue und also die saufen alle ab und ich denke mir so, holy shit. Also, hätte es bei uns wirklich lieber ein bisschen mehr regnen können und weniger bei denen dafür. Also ich weiß nicht, ich war jetzt heute nicht unterwegs, aber wobei, gut, ich meine, gestern waren, die Becher waren schon sehr voll. Aber halt, sie waren voll, sehr voll. Aber sind jetzt nicht wirklich übergegangen oder so. Also teilweise waren die halt ein bisschen breiter als sonst, aber ja, sonst halt wirklich kaum eine Rede wert eigentlich. Und ja, wenn ich mir mal so anschaue, was aktuell so in Richtung, wo warst du denn? Ich weiß es gar nicht genau. Irgendwo ein bisschen weiter nördlich, also so Zentralbayern besser gesagt. Was da abgeht und so, das ist heftig.
Ist echt heftig. Ja, und Dammbrüche und... Hey, das ist echt übel. Also, für mich ist es halt echt, wisst ihr, also, so allein die Distanz, ist ja nicht mehr weit oder so, ist es wirklich, ja, eine Stunde Fahrzeit mit dem Auto von mir aus, wirklich, ist ja nichts effektiv, eine Stunde, ich meine, man fährt ständig mal irgendwie eine Stunde oder so mit dem Auto durch die Gegend und, jetzt zum Level Up, super, und er hat sein STA reingestattet, ideal, auf jeden Fall, ja, also, ich weiß, ich kann es kaum fassen. So, es ist total surreal irgendwie. So, da saufen die ab und bei uns ist halt, also aktuell regnet es mal wieder ein bisschen, aber wir hatten halt bei uns was trocken. Auch die Straßen und Wiesen waren trocken. Ich wollte sogar fast schon Rasenmäher anmachen. Einfach weil es so trocken war. Und wirklich so halt nicht mal eine Stunde von mir entfernt saufen die halt wirklich ab. Und da wurden halt irgendwie Leute angeblich mit Hubschraubern ausgeflogen und whatever. Total verrückt. Total verrückt. Nee, also bei uns, ich muss sagen, aber so die ganze Wetterlage ist auch echt sehr komisch. Also wir hatten, also ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir jemals schon so ein Wetter hatten. Oh, Rody Helm! 3 von 4! Geil. Und jetzt droppt man natürlich eine... Typisch. Wobei die andere ist besser, oder? Nee, naja, nicht wirklich. Egal. Wir haben echt so einen. Also, das Wetter bei uns ist. Ich kann es halt wirklich nicht in Worte fassen, irgendwie. Wir haben. Warte mal, soll ich einfach das Bild zeigen? Ich zeige einfach das Bild. Wie viel spoile ich jetzt? Wie viel von meiner Privatsphäre gebe ich jetzt in den nächsten 3 Sekunden von mir? Mal schauen. Okay. Also erst mit Regenbogen, mega geil und so. Ich habe das Bild auch ein bisschen bearbeitet. So sieht das Ganze bei uns aktuell aus. Also, das ist... Also hier hinten ist ein Berg, das ist noch viel höher und so. Also, seht ihr meine Maus? Seht nicht, hier seht ihr meine Maus. Hier so ungefähr geht der halt so. So. Und diese Wolken, oder diese Wolke da, die ist einfach so dick und so schwer, die hängt da halt wirklich komplett drin. Also in diesem Berg. Und... Ich meine, wir haben jetzt nicht sonderlich hohe Berge oder so. Wir haben jetzt, wie hoch ist der? 1600, 1500 ungefähr? Ja, ich glaube 1500 eher so. Und die Wolken sind ja nicht so, die sind nicht so tief. Also die sind ja meistens eigentlich so bei, weiß ich nicht, 6.000, 7.000 Metern oder so geschätzt. Weiß ich nicht, 5.000, 6.000 Meter. Keine Ahnung. Und diese Wolke hängt da halt einfach so tief im Berg drin. Und regnet halt wirklich, oder hat sich wirklich da abgeregnet, über diesen Berg. Und, ja, hat er dann irgendwie auch so ein bisschen so einen Wolkenstau verursacht. Also die anderen Wolken waren halt dann irgendwie auch stuck. Und wir hatten halt einfach nur Bewölkung den ganzen Tag, aber es hat halt nicht geregnet, weil, weiß nicht, Wolken waren halt anders beschäftigt. Wollten nicht, keine Ahnung. Ja, also in jeder Hinsicht total verrückt irgendwie. Also wie gesagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich wusste auch nicht, dass das geht, dass halt die Wolken so tief sein können. Also in diesem Bild war es sogar nicht mehr mal anders, ansatzweise so krass wie am Anfang. Also es waren ja waren richtig schwarze Wolken, die da drin waren. Und also habe ich noch nie erlebt oder gesehen oder so. Und ich meine, ich lebe schon mein ganzes Leben hier in den Alpen. Ja, verrückt. Also, ich war auch gestern in Österreich. Also, das Bild ist von heute. Ich war gestern in Österreich. Und das sind ein paar höhere Berge. Ich schätze mal so 2000. Ja, ein bisschen höher. Ja, 2000. Lass mal überlegen. Ich würde sagen, so zwischen 2,2 und 2,5 ungefähr. Von der Höhe her. Eher Richtung 2,5, glaube ich. Und da war halt. So das gleiche Phänomen. Also die Wolke hat halt versucht, irgendwie den Berg drüber zu ziehen und keine Ahnung, die hat sich halt wirklich so komplett zerrissen, so von Anfang bis Ende irgendwie. Und ich meine, bei höheren Bergen ist es zwar schon ab und zu so, aber also ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie erlebt irgendwie. Das sind schon, weiß nicht, was das für Wolken und für Regenfälle sind, aber also habe ich noch nie erlebt. Nicht mal
Ansatzweise irgendwie. Gibt es einen Teleporter nach? Ach nee, ernsthaft? Ja, ein Teleporter in die Wüste runter wäre ganz cool. Aber ist nicht jetzt auch wieder so ein Faulheitsding? Dead Wilderness gibt es, glaube ich, nicht, oder? Nope, gibt es nicht. Okay. So, ich pausiere mal kurz die Aufnahme. So, ich bin mal gespannt. Fliegen wir einmal rum. Sieht aber nicht gut aus. Jetzt habe ich keine 105 leider. Wir können noch relocken, So, einmal Tunnel 2. Mal abwarten. Hier ist einer. Super, okay. Naja, immerhin einer. Immerhin einer ist vernünftig. So, lass uns mal ganz kurz nochmal vergleichen. wo ist die komische Axt? Hier. 15, 17, 15, 15, 17, 200? What? Warum bringt die eine... Statt Death bringt die 200 additional Damage? Hey. Okay. Wait, warum hat die einen... Oh, haben es gedroppt. Also, zumindest erst down, okay. Warte mal, warum... Ich glaube, hier ist aber auch ein Fehler drin, oder? Warum ist das das 101-Set? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Also vielleicht gibt es halt auch in 101 und in AOE, aber es macht eigentlich gar keinen Sinn beim Knight, weil man hat ja eigentlich das Einhandschwert, das Zweihandschwert und also 101-Set mit also mit einer Zweihand-Axt mit AOE-Effekten irgendwie auch komisch, oder? Kann ich jetzt halt irgendwie zumindest nicht ganz nachvollziehen, warum das so ist. Macht das Sinn? Hat das irgendeinen Sinn? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich persönlich, klar, man kann irgendwie so hybrid gehen und so weiter, aber naja. Toll. Also drei Teile hätten wir schon, aber drei Teile reichen halt nicht. Also ja, ich werde es halt einfach oft genug ein bisschen weitergicken. Und ja, genau. Ist natürlich jetzt nicht optimal und so weiter. Das, ja, kann ich jetzt halt nicht ändern. Aber, ja, was für eine Wahl habe ich jetzt schon? Also, mein Brand ist noch ein Teil. Kann ich jetzt eigentlich wieder Shopfinder? Ne, ich bin wieder Channel 2, oder? Ah, shit. Habe ich jetzt leider nicht bedacht. Genau, also vielleicht, ich weiß nicht, kill noch irgendwie so 10 Gigs oder so, vielleicht droppe ich immer noch irgendeinen Roadie Gowns. Und ja, Roadies, also wir können, warte mal, wisst ihr, was wir da machen? Wir können ja schon ein bisschen anfangen zu erwecken. Ich hoffe halt nicht, dass jetzt umsonst ist und wir halt dann nichts mehr droppen. Das wäre natürlich jetzt echt mies. Aber, genau, was haben wir hier, 12 SCR? Nee. Ja, 25 End. Ach, Nassal-Helm. Ah ja, klar. Machen wir erstmal Boots. Was wollen wir? 17%? Ich bin mal gespannt, was 17% kriegen könnten. Oder kriegen werden. 500 HP-Erweckung. Stell dir mal vor, wir kriegen irgendwie sowas wie, keine Ahnung, 1500 HP drauf oder so. 7%? Nee. Das sind nicht die Werte, die ich will. Oh, das wird sehr teuer.
Es wird sehr, sehr teuer. Ja, natürlich die MP-Erweckung des Todes. Mhm. Oh Mann, ey. Leute, leck grad. Ah, scheiße. Man leckt sie gerade irgendwie? Also, lol. Ich meine, 8% Crit-Schaden, ja, ist echt eigentlich zu wenig. Weil wir bedenken müssen, es gibt als einen zusätzlichen Stat 10% Crit-Schaden. Läuft nicht sonderlich gut, leider. Ich überlege gerade, der Gig hat doch nur hier diese drei Positionen, oder? Oder zwei Positionen? Täusche ich mich gerade? Der hat doch sonst keine Posis. Na komm, das erweckt man es noch schnell und dann höre ich auf. Ist zu ehren, war klar. Ja, erwecken ist schon echt ein bisschen teuer. Nicht unleistbar teuer oder so. Ja, 25 Decks, klar. Nicht unleistbar teuer oder so, aber es ist schon schmerzhaft. Ey, manchmal. Die Awakes, die man teilweise so kriegt. Verrückt. Ja, genau. Ich hätte es lassen sollen. Wenn man anfängt zu erwecken, kommt nie was Gutes rum. Warum? Nee. Vor allem, ich weiß nicht, teilweise kommt es mir so vor, als könnte man diese Waggy-Sachen so einfach erwecken. Wobei, da bin ich auch schon ewig dran gehängt. 23 und, ja, klar. 19 und, logisch. Wow. 19 und wieder, wow. Okay, also jetzt habe ich wirklich sehr viel Pech beim Erwecken. Normalerweise läuft es einigermaßen immer, aber 7 Crit-Schaden, wow. Das ist mies. Das ist echt mies. Naja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.